Hallo meine lieben Skorpione und herzlich willkommen zu eurem New Love Single Reading. Ja, meine Lieben, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Denn just in diesem Moment, als ich mich hier an den Tisch gesetzt habe, um euer Reading zu machen, höre ich meine Nachbarn beim Liebe machen, mal wieder. Und ich meine Skorpion, das achte Haus, das ja euch zugrunde liegt, ist ja auch das Haus der Sexualität. Deswegen vielleicht, meine Lieben, kommt hier jemand in euer Leben, mit dem man Spaß haben kann. Ich sage ja immer, nichts passiert ohne Grund. Aus irgendeinem Grund muss ich in eurer Legung gerade an Sex denken. Also nicht nur aus irgendeinem Grund, weil meine Nachbarn gerade Sex haben, aber... Vielleicht spielt Sex heute in dieser Legung eine Rolle. Das ist das, was ich sagen wollte. So, was habe ich mir bei diesem Reading gedacht? Ich habe vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage gestartet hier auf meinem YouTube-Channel und wollte wissen, an welchem Punkt ihr denn so steht. Und sehr viele haben geantwortet auf der Suche nach der wahren Liebe. Und für diejenigen, die sich in diese Kategorie einordnen, ist dieses Reading heute gedacht. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich, auch wenn die Vergangenheit sich zeigt, dass ich die Karten nicht so deuten werde, als würde jemand aus der Vergangenheit zurückkommen. Denn wie ich jetzt den Kommentaren entnommen habe oder so, gibt es wirklich viele, viele, die wirklich mit der Vergangenheit jetzt abgeschlossen haben, die Feinde, die losgelassen haben und die jetzt einfach sagen, hey, okay, na, dann liebes Universum, dann zeig mir meinen Weg. Also für diejenigen ist diese Legung bestimmt. Das Ast der Kelche habe ich rausgesucht, einfach... weil es die Chance auf neue Liebe repräsentieren soll. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, meine lieben Skorpione. Am wichtigsten ist aber, dass du dich in so einer Legung wirklich wiederfindest, dass du dich identifizieren kannst mit der Botschaft, die hier rauskommt. Ne? Dass du sagst, ja, in der Energie bin ich oder das passiert tatsächlich gerade in meinem Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mach das Video einfach aus, beziehungsweise schau dir gerne deinen Aszendenten an oder ein anderes Sternzeichen, zu dem du dich zugehörig fühlst. Vielleicht ist da dann eine Botschaft für dich enthalten. Also, ich habe schon gesehen, das Rad des Schicksals, das Ast der Schwerter und jetzt noch die zwei Kelche. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, meine lieben Skorpione. Wir schauen mal. Was erwartet denn meine Skorpione in ihrem Liebesleben? Das ist sehr schön, meine Lieben. Das ist Venus-Energie, das ist Energie der Liebe und der Leidenschaft. Also Nurture, das heißt sich kümmern, kann auch oft der Anfang einer Beziehung sein. Dieses, man gibt etwas Leben, Geburt. Ne? Geburt ist so ein Stichwort zur Herrscherin. Ich sehe aber auch dich, mein lieber Skorpion, ich sehe auch dich hier drin, jemand, der gelernt hat, gut mit sich selbst umzugehen. Wir sind ja gerade in der Jungfrauzeit und Jungfrau, da geht es so ein bisschen um die Gesundheit und um sich wieder um sich selber kümmern und auch so ein bisschen die Dankbarkeitsenergie dankbar sein für das, was man hat. Wir schauen mal. Eine Herrscherin kann jetzt viel bedeuten, ist aber auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr positive Grundenergie für so eine neue Liebe. Vielleicht auch wirklich jemand, der sich gut um dich kümmert. So. In welcher Energie befinden sich meine Skorpione? Wundervoll. Bestätigt diesen Impuls. Ich habe das Gefühl, ich spreche hier an Skorpione, die sich wirklich gut fühlen in ihrer Haut, die eine Menge überwunden haben, eine Menge hinter sich gelassen haben, in ihrer Kraft sind, auch so wirklich ne, die eigenen Dämonen bezwungen haben, den Löwen gebändigt haben, auch ne, Löwe-Energie,
Da geht es um Leidenschaft, da geht es um. Ich habe das Gefühl, du hast eine wunderschöne Ausstrahlung, um ehrlich zu sein. Du hast einen guten Vibe, du hast auch mit Sicherheit, mit der Kraft was sehr Anziehendes. Ne? Ich habe das Gefühl, du strahlst was sehr Anziehendes aus. Das ist sehr gut, weil immer das, was man ausstrahlt, ne, spiegelt das, was man anzieht. Was ist die Chance für meine Skorpione? Der Gehängte. Und er ist so rum rausgefallen. Deswegen lassen wir ihn so rumlegen. Definitiv bist du irgendwie so auf dem Weg. Nee, ich will irgendwas mit Stufe sagen. Mir kommt nur der richtige, die richtige Metapher nicht rein. Irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, du stehst gerade an einer Stufe, in der sich dann plötzlich alles verändert. Eine Karte noch zum Gehängten. Warum? Also vielleicht tut sich tatsächlich noch nichts, aber du spürst so, okay, es könnte was passieren. Ja, Rat des Schicksals. Hatten wir gerade schon, meine Lieben. Also ich habe das Gefühl, wenn du dich jetzt noch im Stillstand befindest, wenn du jetzt das Gefühl hast, naja, so richtig passiert ist noch nicht irgendwas, die Chance ist, hier wird was passieren. Ne? Die Chance ist, hier wird irgendwie Bewegung in dein Liebesleben kommen, hier wird irgendwas Schicksalshaftes passieren, etwas, was dich wirklich auch rausholt aus dem Zustand, in dem du jetzt bist. Wobei ich sagen will, ich habe das Gefühl, du bist in einem richtig guten Zustand. Ich hätte gern eine Karte hier zur Vergangenheit. Der Narr, okay. Also definitiv, die richtet sich dieses Reading an Single-Skorpione, die frei sind, ne? Frei von alten Beziehungsthemen. Also wirklich, ne? Singeliger könnte man nicht sein. So nehme ich es ein bisschen wahr. Du bist irgendwie in der Vergangenheit eine neue Reise angetreten, möglicherweise die Reise zu dir, ne? Weil du jetzt hier in dieser Kraft bist. Eine Karte noch zum Narr. Ja, wow. Der Narr ist die erste Karte der großen Arkana, die Welt ist die zweite Karte der großen Arkana. Und meine Lieben, hier liegen nur große Arkana-Karten draußen. Wirklich. Das Ass der Kelche ist die einzige, die nicht große Arkana ist. Und die habe ich ja rausgesucht. Was bedeutet das, wenn große Arkana-Karten rausfallen? Das bedeutet, es sind starke Energien, es sind wirklich einschneidende Momente, es sind Erlebnisse oder ne, es sind Situationen, die wirklich jetzt, ich sage jetzt mal über einen längeren Zeitraum oder die Auswirkungen dieser Situation, die Auswirkung dieser Begegnung, die Auswirkung, was auch immer hier passiert, hat irgendwie einen größeren Sinn, ne? Ist vielleicht auch wirklich längerfristig gedacht. Aber ich sehe hier definitiv Skorpione, die in ihrem Leben einiges verändert haben, die möglicherweise wirklich mit dem Nah, der Nah ist Null, bei Null angefangen haben, möglicherweise auch wirklich sich selbst ganz anders wahrnehmen mit dieser Herrscherin und der Kraft. Ich würde gerne wissen, was wünschen sich denn meine Skorpione? Also ich sehe hier, wow, meine Lieben, vier Stäbe. Okay. In erster Linie sehe ich hier sehr fleißige Skorpione, wirklich. Ich sehe hier Skorpione, die in der Vergangenheit fleißig waren. Ihr wünscht euch eine Beziehung. Ich glaube aber nicht einfach irgendeine Beziehung, sondern die Beziehung. Ne? Ich hätte gerne noch eine Karte hier zur Kraft. Eine Beziehung, gerade hier mit dieser Venus-Energie von der Herrscherin, in eine Beziehung voller Liebe. Ne? Die vier Stäbe ist so eine Hochzeitsenergie. Möglicherweise für diejenigen, die nochmal Bock haben zu heiraten oder die generell Bock haben zu heiraten. Ne? Du wünschst dir jetzt Heiratsmaterial, du wünschst dir jetzt eine Familie gründen, Kinder kriegen, ankommen, ein Zuhause aufbauen. Definitiv weißt du, was du willst. Nehme ich so wahr. Ich hätte gerne noch eine Karte hier zur Kraft. Ja, okay. Wundervoll. Die Königin der Schwerter an der Unterseite des Decks bestätigt diesen Impuls zu den zwei Stäben. Ich kann euch noch nicht so viel sagen, außer dass hier wirklich alle Segel auf
was Neues gestellt sind. Ne? Auf nach vorne schauen. Ich weiß, ne? Ich halte meine Welt in Händen. Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich weiß genau, welche Welt in meiner Zukunft liegt. Ich weiß auch genau, wer ich bin, wo ich ankommen will. Was ich noch nicht sehe, ist, ob da schon jemand da ist. Meine Lieben, ist im Leben meiner Skorpione schon ein Mensch? Ass der Schwerter und die Sechs Schwerter. Nee, ich glaube noch nicht. Die Sechs Schwerter ist meine Übergangsphase. Ich glaube, du bist möglicherweise gerade noch in einer Übergangsphase. Aber Ass der Schwerter, jetzt zum zweiten Mal, hatten wir ja gerade schon in diesem grünen Kartendeck. Und das erklärt auch so ein bisschen jetzt den Gehängten. Also ich glaube tatsächlich, es ist noch kein Mensch in dein Leben getreten. Er hat sich zumindest noch nicht so klar präsentiert, dass du es mit dem Gehängten auch als solchen erkannt hast. Aber das heißt, mein lieber Skorpion, du bist absolut auf dem richtigen Weg, wirklich. Ne? Du bist jetzt hier in der Spur. Und du schipperst, glaube ich, auf das, was du dir wünschst, wirklich zu. Ich sehe hier, ja, ich sehe, es ist nur eine Übergangsphase, in der sich vielleicht noch nichts zeigt, aber, oder in der dieser Mensch noch nicht aufgetaucht ist, aber, meine Lieben, Ass der Schwerter, dieser Mensch, er wird sich klipp und klar unmissverständlich präsentieren und dann wirst du ihn auch erkennen und dann wirst du auch wissen, ne, ah ja, okay, hier geht's weiter, ne, das ist das, was das Schicksal mir sagen wollte. Und das ist schön. Ich muss wirklich sagen, das ist eine sehr schöne Energie, wenn du dich hier in dieser Legung angesprochen fühlst. Sei mal stolz auf dich, nutz den September vielleicht wirklich nochmal für dieses Self-Nurturing, für dieses, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, auf diesem Weg werde ich Liebe bekommen, werde ich schicksalshafte Begegnungen finden, werde ich das, was ich mir wünsche, weil es das ist, was ich manifestiere, so nehme ich dich wahr, auch erreichen. Ich muss vielleicht noch ein bisschen warten oder ne, ich bin auf dem Weg dahin, wenn er noch nicht da ist, auf gar keinen Fall irgendwie entmutigen lassen, sondern vielleicht diesen September, diese Jungfrau-Energie wirklich einfach nochmal ganz intensiv für dich selber nutzen. Dir gute Momente schaffen, dir einen Wellness-Tag einzulegen, ein gutes Buch zu lesen, auf deine Ernährung wieder besser zu achten. Keine Ahnung, meine Lieben, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, kümmere dich jetzt um dich selbst, denn die Liebe wird sich ganz klar präsentieren und du sitzt auch schon im Bötchen und steuerst da drauf zu. Und so lasse ich das für den Moment hier stehen, meine lieben Skorpione. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte wissen, was könnte denn hier gerade noch so ein bisschen die Herausforderung sein, weil die sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte natürlich auch ein bisschen noch mehr zu den sechs Schwertern wissen und zu den vier Stäben. Wer könnte da kommen? Wie kannst du den erkennen? Und dann schauen wir einfach mal, wo die Legung hinführt. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen. Also Sexualität hat sich hier noch nicht gezeigt. Keine Ahnung, warum ich am Anfang dieses Readings diesen Impuls hatte. Vielleicht zeigt es sich im Extended. Was ich hier aber sehe, ist, du kannst dich wirklich entspannen, mein lieber Skorpion. Ich habe wirklich das Gefühl, das neue Kapitel hast du bereits angefangen zu schreiben. Du bist auf dem richtigen Weg. Ne, du bist jetzt hier wirklich mit diesem Rat des Schicksals absolut auf dem richtigen Weg. Ich glaube, du kannst noch nicht alles, ne, alle Ergebnisse sehen. Vieles hat sich noch nicht gezeigt in deinem Leben, aber ich bin mir sehr sicher, dass es sich zeigen wird. Also bleib positiv, ne, schau weiter optimistisch nach vorne. Manifestiere, ne, das, was du dir wünschst, wünsch es dir weiter, weil mit diesem Wunsch im Gepäck kommst du auch dahin. Gut, und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank
Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!